Hallo Leute, mein Name ist Torzes D und ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner 11. Folge des Wildwasserführers durch Griechenland. Wenn sich der Paddelurlaub dem Ende entgegen neigt, bieten sich Flüsse in der Nähe von Igoumenitsa an, von wo aus wir zurückfahren. Der Voidomatis ist ein solcher. Im Oberlauf heißt er Vikos und ändert seinen Namen bei den Vikos-Quellen in der Nähe des Dorfs Vikos. Aufgrund des niedrigen Wasserstands sind wir nur den unteren, einfacheren Abschnitt, den Voidomatis, gepaddelt. Der Ausstieg ist einfach zu finden. Er ist ein Stückchen flussauf, von wo die Straße zwischen Kalpaki und Konica den Voidomatis überquert. Den Einstieg erreicht man auf der linksuferigen Straße Richtung Aristi und von da weiter nach Vikos. Der Nachteil des Einstiegs ist, dass das Dorf einige hundert Meter über dem Fluss liegt und man die Boote runter zur Quelle schleppen muss. Wenn du ein Park-and-Play-Paddler bist, dann ist dieser Abschnitt nichts für dich. Nach einem 30 bis 45-minütigen anstrengenden Abstieg mit der gesamten Ausrüstung wird man mit einem der schönsten Anfänge eines Paddelabenteuers belohnt. Bei unserem niedrigen Wasserstand sind wir direkt in der Quelle eingebootet, da von oben kein Wasser kam. Das grüne Blätterdach auf diesem Frischwasserbach lässt einem schnell die Anstrengungen vergessen. Aufgrund des niedrigen Wasserstands, den wir hatten, lagen die Schwierigkeiten größtenteils darin, einen Weg zu finden, der nicht auf einem Stein endet. Auch auf den steileren Sektionen wurde es nicht besonders hektisch und man hatte genügend Zeit, die Schönheit dieses abgeschiedenen Abschnitts zu genießen. Wegen dem niedrigen Wasserstand ist es nicht einfach, die einzelnen Stellen mit Franz Bettingers Beschreibung in Verbindung zu bringen. Dies könnte die Rhapsodie in Blau sein. Das hier ist jedoch ziemlich sicher der Champagnerlauf, da uns dieser Abschnitt am meisten Probleme bereitete. Aber auch wiederum aufgrund Wassermangel und der unklaren Route im Katarakt mit vielen verstreuten Felsblöcken. Ist jedoch die letzte schwere Stelle und man hat nachher genügend Zeit, Paddler zu retten. Bei der nächsten Brücke beginnt der Rafting-Abschnitt für die untere Schlucht, welche genauso schön ist, aber ohne die Wildwasserschwierigkeiten. Der Ausstieg ist an einer alten Steinbrücke oberhalb eines Wehrs bei einer Kapelle gleich am Ende des Canyons. Koordinaten und weitere Informationen sind wie immer in der Beschreibung unten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like und ich sehe euch in der nächsten Folge.